Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 9.2.2021. Und unser DAX hat ein bisschen gescheut vor seiner Hürde und hat hier fast noch seinen Reiter abgeschüttelt oder die meisten Reiter abgeschüttelt oder wen auch immer. Ich glaube, vom Long-Trend seitig muss man sagen, der hat sich erstmal noch festhalten können. Aber da sind ein paar geflogen. Das hat man gemerkt, das hat man auch an der Stimmung gemerkt. Es sind ganz schön viele unruhig auch gewesen. Wenn wir mal so auf unseren Tag gucken, was hat er eigentlich gemacht? Dann hat er einen Aufwärtsgap gemacht. Wir hatten im Tagesschart ein bisschen geguckt, wo könnte sowas hingehen. Hatten über eine 14.180 gesprochen. 14.1. Doch 14.180 haben wir gesagt, würde sich da vielleicht anbieten für einen Aufwärtsgap, dass er vielleicht da oben rauskommt. Und dann hätte er das Zeug auch gehabt, durchzuziehen. Das hat er nicht getan. Er hat einfach das Gap geschlossen und mehr ist den ganzen Tag nicht passiert, außer dann zur Seite zu schieben. Wir sind vom Tagesschluss etwa 25, 20 Punkte knapp höher als am Vortag. Das heißt, wir sind per se erstmal gestiegen. Wir haben auch einen Aufwärtsgap reingestellt gekriegt, das doch ein bisschen größer war. Wir haben dadurch jetzt natürlich eine rote Tageskerze, aber wir sind gegenüber dem Vortag gestiegen. Wir sind nicht unter kritische Niveaus gefallen. Wir hatten darüber gesprochen, dass unter 14.020, unter 14.000 der DAX Verkaufssignale kriegen würde. Das hat er nicht getan. In dem Sinne ist ja eigentlich nichts passiert, außer dass er einen Aufwärtsgap gemacht hat, was er wieder geschlossen hat. Ja. So, und da muss man ein bisschen aufpassen, wie man das wertet, dass man da nicht zu hart mit ihm ins Gericht geht und das als markante Schwäche attestiert, denn der markante Schwäche ist es nicht. Dafür hätte er unter die 14.000, 14.020 fallen müssen. Das hat er aber nicht gemacht. Hat sich über der 14.000 gehalten und einen weiteren, höheren und damit den zweithöchsten, nee, ist es der zweithöchste oder ist es der höchste Tagesschluss ever geworden? Ja, es haben 2 Punkte gefehlt. 2 Punkte haben gefehlt, dann wäre es der höchste Tagesschluss aller Zeiten im DAX gewesen. So, und wenn man sich das jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, muss man aufpassen, wie man ihn im Tag bewertet. Ich habe gemerkt, dass das sehr, sehr, sehr viele sich sehr leicht dabei getan haben, ihn als schwach zu bewerten. Und dass er jetzt halt auch brutal in die Tiefe gehen muss. Und da muss man wirklich aufpassen. Das Bullenmärkte sind schwierig, klar, das ist aber immer wieder das Gleiche, das ändert sich nicht. Egal, ob wir von 13.000 auf 13.500 steigen, ob wir von 14.000 auf 14.200 steigen, ob wir von 16.000 auf 16.500 steigen, es wird immer gleich laufen halt, ne? Das ist der Markt, das ist der DAX. Hoch zu verdienen, viel, viel, viel mehr Leute Geld. Das heißt, die Strukturen sind ganz andere wie runter zu. Aber hoch zu verdienen ja auch alle mit Aktien Geld. Und dann funktioniert das Grundprinzip der Börse nicht. Dieses Geldumgeschichte von weniger auf oder von vielen, die wenig haben, auf die wenigen, die viel haben. Und deswegen laufen Märkte hoch zu einfach immer anders. Das ist aber was, mit dem muss man sich abfinden, wenn man sagt, liegt einem nicht, da ist man nicht gut. Dann klemmt euch halt die paar Tage, wo ihr wisst, dass er eh oben an den Allzeithochs rumscharrt. Lasst sie für euch weg. Beobachtet den, stellt euch an den Straßenrand, nehmt das Messer in die Hand und dann wartet. Wartet, bis er macht, was ihr haben wollt. Wartet, bis er wieder in eure Muster reinläuft. Wartet, bis das kommt, was ihr sehen wollt und hackt dann rein. Aber nicht willkürlich einfach so im Tag drin rumstochern, weil man orientierungslos ist, weil man long will und passiert halt nicht viel. Dann ist es nicht hilfreich, wenn man sich im Hin und Her die Punkte wegholen lässt halt, ne? Da habe ich so ein bisschen im Chat auch bei uns wahrgenommen, auf der Seite, dass sich da viele sehr, sehr, sehr schwer getan haben. So aus meinen Augen war der DAX eigentlich die ganze Zeit, das war unverändert. Der kam am Anfang runter, die erste Stunde guck mir eh an. So kam runter, hat oben angelaufen, oben das nicht verwandelt, gut, Thema erledigt. Dann gucke ich mir an, macht er unten die 14.20 kaputt, geht er drunter, hat er nicht getan, dann geht er wieder hoch, Punkt. Also warte ich, bis hier wieder ein bisschen Schub reinkommt, bis Trieb reinkommt, und dann setze ich nochmal Long an. Aber Geduld ist da wirklich ein guter Berater halt, ne? Also auch ganz viele gesehen, die dann guten Long-Einstieg erwischt haben und dann gesagt haben, boah, den breche ich ab, das läuft alles zu langsam an. Da müsst ihr euch mit abfinden, dass Bullenmärkte laufen langsam. Aber trotzdem steht der Markt einen Tag später wieder an einem höheren Tagesschluss und auch dem folgenden Tag wahrscheinlich wieder an einem höheren Tagesschluss. Da muss man sich moralisch einfach drauf einstellen, in dem Moment, wo man in so einer Phase ist. Ich will euch jetzt hier nicht alle umdrehen. Das ist wir sprechen auch gleich drüber. Das ist vom Zeitpunkt auch dann ein bisschen kritisch, aber ich
Ich störe mich doch immer ein bisschen dran, wenn sich viele an dem Offensichtlichen dann doch so schwer tun. Obwohl es eigentlich, ich sag mal, mit bloßem Auge, wenn man die Leute fragt, was siehst du, was passiert denn? Brechen denn unten die Bastionen, wo man sagt, ab da müssen wir Short suchen, weil der Markt dann wegdreht, weil dann bis 13.800 und tiefer fallen kann. Sind denn so eine Bereiche gebrochen oder sind die nicht? Wo ist denn das Gap? Kann er denn vom Gap wieder hoch? Hat er denn vom Gap hochgetrieben? Hat er das Bereich verteidigt und so weiter und so fort? Dann ist das was, was jeder sieht und was jeder beschreibt. Und trotzdem tut man sich schwer, weil der Markt vielleicht in dem Moment nicht hochgetrieben ist. Dann hat man irgendwo vielleicht einen Long abgetreten und dann kommt das nächste Aufwärtsgap, rennt 200 Punkte durch, steht 300 und man hat hier drei Longs auf einen Stand abgetreten, weil man sich unsicher wurde. Und nur unsicher, weil es zu lange gedauert hat. Aber die Zeit, das ist keine großartige Komponente, auf die man viel Wert geben sollte. Also nicht in, also das ist jetzt nicht ohne Zusammenhang, aber da müssen, glaube ich, einige wirklich ein bisschen aufpassen, dass sie ruhig bleiben halt, ne? Dass sie sich da nicht so Körre machen lassen, auch so von, das ist doch nur ein Seitwärtstag gewesen halt, ne? Also da würde ich jetzt noch nicht so viel drauf geben. Ein bisschen sollten wir trotzdem drauf aufpassen, dass wir bekommen hier so einen Bogen rein halt, ne? Also wir haben hier eine ganz markante erste Antriebswelle, wir haben jetzt hier eine zweite, wir bekommen deutliches Abflachen, ein Abdrehen, ne? Ein seitwärts Eindrehen. Das heißt, in dem Moment, wo der DAX jetzt zum Beispiel auch zum Dienstag wieder runterdrehen sollte, weiter runterarbeitet, macht er sich angreifbar. Aber auch hier muss man aufpassen. So ein kleines Vormittagstief zum Dienstag, das macht er gern. Und zieht den ganzen Tag hinten raus bis zum Abend nach oben durch. Und weil er Spaß dran hat, macht er auch Mittwoch gleich noch damit weiter. Ja, also wenn wir sehen, der macht hier kurz früh so eine kleine Akrobatiknummer hier nach unten, so an die 14.10, an die 14.000 und da kommt eine riesenlange grüne Kerze, dann ist das der Moment, wo man sagen sollte, ach komm, scheiß drauf, ich handle halt einfach, was jetzt hier kommt. Und dann packt man da mal kurz was ran, setzt einen Stop-Loss und das Tief und probiert das. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ja, aber dann nicht den ganzen Tag drin rumstochern und probieren und ach, und jetzt long, nee, doch wieder short, nee, jetzt mache ich aber long, nee, jetzt doch wieder short, ach, jetzt hat short nicht geklappt, na, nee, jetzt doch mal ein short, ach, fuck, Mensch, und jetzt doch nochmal long. Ah, ich glaube, das ist nicht das Ziel, wo es hingehen soll. Da sollte man ein bisschen aufpassen, dass man mit Ruhe rangeht. Ne? Denkt immer daran, was wir früher mal ganz oft gesagt haben in den letzten Monaten. Stellt euch immer vor, ihr seid am Straßenrand, ihr wartet auf den DAX, bis der vorbeikommt, habt das Messer in der Hand, wartet auf den perfekten Moment, wartet, bis er gerade nicht hinguckt, stecht kurz in den Rucksack hinten rein. Ich formuliere es mal diesmal anders. Stecht in den Rucksack rein, holt euch das bisschen Geld raus und dann schnell wieder zurück. Dann sieht er euch nicht, dann greift er euch nicht an, dann macht er euch nicht fertig. Der ist stärker als ihr. Der hat keine Chance gegen den DAX. Und wenn ihr lange stehen bleibt, mit dem Messer in der Hand und gierig werdet und da immer wieder in den Rucksack reinstecht, dann dreht sich so langsam der Kopf von dem zu euch, guckt euch in die Augen, dann gibt es so einen richtigen Headnod, dann haut er euch einmal mit der Stirn ins Gesicht und liegt er am Boden so. Und dann nimmt er euch aber das ganze Portemonnaie weg, Kreditkarte weg und alles, was drin ist. Also macht euch nicht anfällig, wahrt Distanz zu dem, lasst ihn kommen an die Niveaus, wo ihr ihn brauchen könnt und arbeitet punktuell, aber nicht drin rumstochern. Also das muss ich einfach mal loswerden, weil bin ich nicht zufrieden mit dem, was ich im Chat gelesen habe. Also ich meine, es sind momentan viele neue drin, die kennen das noch nicht so richtig, wie wir arbeiten. Aber mit Ungeduld ist noch keiner reich geworden. Also erst recht nicht an der Börse halt. Ne? Das ist einfach so. Muss es schon immer ein bisschen seine Setups suchen. Wenn man sich entscheidet, ich will jetzt in den Markt rein, dann sucht man sich ein Rücklauflevel, zu dem man einsteigt und geht eben nicht jetzt gleich rein. Ja, das sind lauter so Punkte, die muss man einfach ein bisschen, das muss man einfach ein bisschen beachten halt, sonst wird das nichts. Gut. Also, dann machen wir mal ein bisschen Tacheles hier. Wir ziehen mal das alles ein bisschen nach. Die untere Kante formiert sich jetzt sehr schön hier unten mit gleitendem Durchschnitt. Das heißt, sollte uns der Dienstag abrauchern, sollte uns der Dienstag ein Vormittagstief an die 14.000 stellen. Das fände ich nicht kritisch. Sehr wahrscheinlich reagiert das gut nach oben. Kommt aber zum Nachmittag weiter runter. Dann Achtung! Kommt der Dienstag zum Nachmittag, nachdem er zum Vormittag hier unten hat, wenn er hier rumgefuhrwerkt hat,
Dann Mittagserholung und kommt am Nachmittag nochmal drin. Dann kann man sich unter diesem Vormittagstief zum Dienstag sehr, sehr, sehr wahrscheinlich Short einstoppen lassen. Das kann dann gut drücken. Das drückt auch ganz gerne im DAX, das macht er häufig. Der erste Kontakt mit dem Bollinger Band ist immer so ein Zeichen, deswegen würde ich auch sagen, das erste Tief am Vormittag kommt bestimmt nach oben zurück, zügig zurück. Muss man ein bisschen aufpassen. Da wird man wahrscheinlich genau dann Short wollen gerade. Ja, und dann setzt man den Short dort rein und dann läuft der Markt erstmal wieder 80 Punkte nach oben. Das ist, denke ich, auch der Klassiker. Und im Moment, wo wir uns aber darauf vorbereiten, haben wir schon mal wieder 80 Punkte weniger verloren halt, ne? So, können es vielleicht sogar für uns nutzen, die Bewegung. So, und wenn dann zum Nachmittag der dann auch noch darunter sich rauslehnt und aus dem Band dann hier rausfällt, so unter 13,89, alles unter 13,89, alles unter 14.000 eigentlich schon, hat der Potenzial, bis hier unten durchzufallen. Vielleicht nicht unbedingt gleich alles am Dienstag. Na doch, das schafft er am Dienstag. Das ist nicht viel. 150 Punkte, das ist kein Akt. Ja, also würde ich schon sagen, in dem Moment, wo der DAX hier vielleicht unter der, können wir vielleicht so als Trigger mit reinnehmen, unter dem Bereich verschwindet, sollte man ein bisschen aufpassen. Insbesondere wenn es am Nachmittag kommt, bereitet euch darauf vor. Wäre typisch für den DAX einfach, dann sollte man da nicht vom Hocker fallen, wenn er einfach nur das macht, was er ganz oft gerne und häufig dienstags macht. Ja, also vormittagstief, das ist okay. Sollte man ein bisschen mit auf dem Schirm haben. Und so. Alles, was oberhalb von 14.000 und 14.020 stattfindet, ohne Vormittagstief unter 14.000, ist sogar noch bulliger. Ja, also wenn der Kerl zum Beispiel einfach gleich noch einen Aufwärtsgap probiert, über die 14.100, lasst es probieren. Dann probiert das nochmal oben raus. Die 14.130, die wird Widerstand, nochmal. Na, und wenn er sich da gut hält, wenn er gut durchdrückt, wenn er den Schwung kriegt, den Move mal kriegt, Überraschungsmoment ein bisschen hat, der kann er laufen. Und der macht das irgendwann halt, ne? Dann, wenn da keiner mehr Lust hat mitzugehen, weil sie alle raus sind, weil es ihnen zu lange dauert. Dann zieht er auch mal so 100, 200 Punkte am Stück durch. Und deswegen würde ich dann schon durchaus so 14,180 nochmal einplanen und auch die 14,270. Bisschen, aber dadurch, dass der Montag rot gewesen ist, könnte ich mir das trotzdem gut vorstellen, dass er hier bisschen noch unten rumstochert. Ne? Also das für mich eigentlich so die interessanteste Zone hier am Dienstag. Die kann nämlich schön nach oben reagieren. Da muss gar nicht viel mehr passieren. Gap los, frühen Nachmittag und dann müsste man gucken, wie verhält sich der Nachmittag. Kommen noch mal neue Tiefs oder kommen keine? Und wenn dann keine kommt, dann läuft er auch oben wieder weiter halt. Ne? Dann hätte er hier seine schöne Korrektur gehabt. Das wäre dann quasi gleichzusetzen mit der Bewegungswelle. So zack und dann könnte hier schon der nächste Strang nach oben kommen. Soweit meine Erwartungshaltung. Chartlage in dem Sinne noch positiv. Wir sind noch im Ausbruch aus dieser Flagge auch, ne, aus diesem Channel zum Ausgebrochen. Das ist noch aktiv, das ist noch legitim. Kommen weiter hoch, sind es Kaufsignale. Presst es sich durch, neues Aufwärtsgap. Kann man auch durchaus dann mal zünden, muss ja nicht wieder closen. Ja, kann auch mal offen bleiben, selbst wenn es ein kleines ist. Und dann muss man wirklich aufpassen, dass er oben mal eigentlich abhaut, ne, dass man sich nicht zu sehr verbohrt jetzt hier. Und ruhig bleibt. Bleibt ruhig. Da ist noch nicht kein Grund zur Panik da halt. Ne? Ja, also das sind so meine wichtigsten Punkte, auf die ich achte einfach jetzt zum Dienstag und wo ich mir gutes Reaktionspotenzial einfach auch vorstellen könnte. Ne? Also so gesehen, Chartlag ist positiv. Wir haben zweithöchsten, um 3 Punkte den höchsten Tagesschluss aller Zeiten verpasst. Das ist jetzt nicht schlecht. Das ist jetzt auch keine schwache Marktlage. Das ist auch kein schwaches Marktverhalten. Das ist Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau. Mehr ist es nicht momentan. Ja, also da ein bisschen aufpassen, dass man sich das nicht zu sehr verdreht. Auch wenn er momentan nicht weiterkommt, er fällt halt auch nicht richtig. Ne? Ist nicht unter unsere 14.020, 14.000 drunter. Hätte er doch machen können, wenn er so schwach ist. Ne? Nur ein Aufwärtsgap abverkaufen, das kann jeder. Aber Verkaufssignale setzen, das wäre nötig, um Chart zu drehen. Solange das nicht kommt, lasst dem Spielraum oben. Risiko für mich eher oben sogar. Auch wenn das hier für mich zum Dienstag sehr interessant ist, aber man wird das recht früh gleich sehen, was er für eine Phase drauf hat hier. Ja. Gut, okay, dann brauchen wir hier nicht weiter drauf gucken. Im Tag, wir können kurz gucken. Rote Kerze sieht in dem Sinne jetzt erstmal bedrohlich aus, aber wir müssen ja auch sagen, wir hatten hier einen Doji letztendlich, eine Unsicherheitskerze. Ein tieferer Taktschuss ist ja nicht gekommen halt, ne? Also, das ist. Das ist nix. Ne? Das ist hier so ein bisschen sowas wie die Nummer hier halt, ne? Da haben wir das auch schon mal gemacht. Schönes Aufwärtsgap runterverkauft, zur Seite geschoben und dann weiter die Kiste halt, ne? Also,
Das. Pff. Was soll ich da sagen? Ja, ist hier schön oben ans Band ran, zieht sich das Band jetzt aber schon nach oben auf. Hat schon noch Platz. Hat schon noch Platz. Bin ich sehr gespannt, wie der Dienstag kommt. Bin ich sehr gespannt, wie der Dienstag kommt. Fände natürlich so eine 14.20, 14.000 fände ich auch nett. Hat man ein bisschen Reaktionsspielraum zum Traden, aber. Kann auch einfach oben durchziehen. Ich glaube, der hat so viele jetzt Körer gemacht am Montag. Würde mich nicht mal wundern, wenn das direkt angeht halt. Ne? Wir gucken mal. Ihr kriegt das hin. Wichtig ist halt nur ein bisschen mit Ruhe rangehen. Konzentriert euch auf die großen Level, auf die markanten Bereiche. Und nicht unbedingt immer gleich die Flinte ins Korn werfen, nur weil ein Trade vielleicht mal 30 Minuten braucht, bis er anläuft. Na, das ist. Guckt er weg. Stop-Loss rein, weggucken. Erst wieder reingucken, wenn er am Teilverkaufniveau ist. Fertig. Okay, dann mache ich hier aus. Ich wünsche euch viel Erfolg zum Dienstag. Gutes Gelingen und wie gesagt, ruhig bitte. Okay, alles klar. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.